1972 im Frühjahr kam ich in diese Offiziershochschule für Landstreitkräfte, weil ich das Abitur nicht hatte. Da kam man ein Vierteljahr vor Studienbeginn dorthin, um das Abitur nachzumachen. So eine Art Schnellabitur, ne? Zu der Zeit war ich aber schon mit einem Mädchen zusammen, das kriegt ein Kind. Und ich wollte eigentlich nicht mehr. Ich wollte lieber bei den beiden bleiben. Bin aber trotzdem dorthin gegangen. Und dann hieß es, ich kann wegen der Brille nicht zum Panzer. Ich sollte Infanterist werden, also hier Mottschütze oder eine politische Laufbahn einschlagen als Offizier. Und das war's nicht. Das wollte ich ja nicht. Das war nochmal ein Grund dazu, um zu sagen, nee, dann nicht. Und das war eigentlich ein leichtes, dort wieder wegzukommen, weil wir noch nicht vereidigt waren. Das wäre erst dann im September mit Studienbeginn und sowas wäre das erst gekommen. Und dann bin ich eigentlich ganz einfach wieder nach Hause gekommen, nach 4 Wochen. Kurze Zeit, ja genau. Ein Abbruch, also für diesen Abbruch gab es keine Konsequenzen. Oder hatten Sie dadurch Nachteile, dass Sie von dieser Schule weggegangen sind? Naja, Nachteile gab es schon. Erstmal suchte mein Vater die Uniform, als ich zu Hause wieder im Sessel saß. Die war nicht da. Das war schon schlimm für ihn. Und auf diesem Wehrkreiskommando war man auch nicht begeistert davon. Und dort sagte man dann eben, gut, wenn das so ist, dann holen wir dich. Wenn du es am wenigsten erwartest, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Oder eben erst mit 26. Das war so das letzte Jahr, wo man einen noch einziehen könnte. Es sei denn, meldest dich 3 Jahre. Na gut, dann habe ich das zu Hause so erzählt und bei einer Freundin damals. Und nach einem Jahr sagt, dann kriegst du ein bisschen Geld und so. Und Geld können wir gebrauchen, wenn wir so jung sind. Dann machst doch die 3 Jahre genau rum. Na gut, habe ich mich freiwillig gemeldet. Nur für 3 Jahre, nicht für die Waffengattung. Ja, und dann zog man mich im November zu den Grenztruppen ein. Es ist mir unerklärlich eigentlich gewesen, einmal sie so enttäuscht zu haben, die staatlichen Organe da. Bestverwandte hatte ich. Mein Vater war auch kein Kommunist, der war in der NDPD. Nationaldemokratische Partei Deutschlands hieß das damals. War eigentlich sehr überraschend für mich, dorthin zu kommen. Sie hatten ja, ich sag mal, nicht nur in Anführungszeichen Westverwandte, sondern ich glaube, Ihr Onkel war ja auch bei der Polizei in Westen. Mein Onkel war bei der Polizei in Hannover, ja. Aber so ein ganz normaler Polizist.